Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSVTV. Ja, jetzt gerade ist es auf jeden Fall schwer. Also wir müssen das erstmal auf jeden Fall verarbeiten. So unglücklich, in letzter Sekunde buchstäblich sozusagen. Fehlen gerade ein bisschen die Worte, aber was kann ich dazu sagen? Ja, man muss auf jeden Fall sagen, das waren unterschiedliche Halbzeiten von uns, muss man wirklich sagen. Die erste Halbzeit war ein bisschen ängstlich, ein bisschen zurückhaltend, da muss man sagen. Haben das dann aber auch in der Kabine besprochen, haben dann ein bisschen analysiert und dann in der zweiten Halbzeit bin ich der Meinung, dass wir das gut gemacht haben, besser gemacht haben, dass wir die Dresdner unter Druck gesetzt haben. Auch das verdiente 1-1 gemacht haben in meinen Augen. Und ja, da muss das einfach irgendwie über die Linie bringen, in die Verlängerung bringen. Darf nicht so ein Gegentor kassieren, Ja, aus meiner Sicht hatten wir eigentlich alles unter Kontrolle, aber glaube ich dann ein Zweikampf, den man im Zentrum dann verliert, was passieren kann. Dann steht er da, geht er an meine Seite vorbei, guter Abschluss, gut auch gehalten von Benny, aber dann muss man vielleicht zweiten Ball besser wach bleiben, nachschalten. Auf jeden Fall unglücklich, weil ich finde, wir hatten uns das verdient, das auf jeden Fall mit in die Verlängerung zu nehmen und umso mehr schmerzt das dann noch. Ja, auf jeden Fall, wir wollen ja nicht abschalten, wir wollen ja nicht weniger machen als sonst. Man kann auf die zweite Halbzeit auf jeden Fall aufbauen. Jetzt am Wochenende erwartet uns Jena, auch ein starker Gegner, der super drauf ist. Und auf die zweite Halbzeit aufbauen, genauso weitermachen, dann geht es auf jeden Fall positiv weiter, die letzten Spiele. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSVTV.